Ja, hallo, ich bin der Daniel Schatten aus Atnet. Ich züchte seit ja, fast 9,5 Jahren Alpakas. Wir haben angefangen damals mit 3 Stück. Mittlerweile umfasst unsere Herde schon 35 Stück. Und durch die große Stückzahl muss man natürlich auch wieder dahinter sein, dass die Stallungen alles sauber sind, die Kotplätze alles sauber ist und einfach die Zäune instand halten. Ja, es ist schon ziemlich viel Arbeit. Wir sind auch, wie man sieht, viel auf Märkte unterwegs, jetzt gerade auf die Weihnachtsmärkte. Und es ist doch jetzt mittlerweile schon recht arbeitsintensiv geworden. Aber die Tiere selber sind im Vergleich zu einer Kuh oder so doch pflegeleicht. Die Tiere werden so, bevor es richtig warm wird, so Mai, Juni, werden sie geschoren. Dann wird die Wolle einmal sortiert. In Wolle, das ist die Gurte, die was zu Hauben und so Sachen macht. Die Zwarerwolle, die kommt in die Bettdecken. Und ja, und dann wird sie eben zu unsere Partner verschickt. Da haben wir eben Spinnereien und Bettdeckenproduzenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die verarbeiten dann unsere Wolle weiter zu unseren Endprodukten.